Ich habe mir bei Wolfcraft ein ziemlich praktisches Tool bestellt und das möchte ich euch jetzt vorstellen und euch zeigen, warum das so praktisch ist und für was man das brauchen kann. Los geht's! Hierbei handelt es sich um das Wolfcraft Winkelgetriebe hier. Ja, da stehen mega viele Daten drauf und so, die uns jetzt aber tatsächlich nicht interessieren. Wir wollen das jetzt aufmachen hier. Tja, so, ich habe jetzt hier dieses Winkelgetriebe. Wir werden jetzt ein paar Situationen nachstellen, in denen man das brauchen kann. Fangen wir mal an mit Situation Nummer 1. Ich habe hier oben einen Halter, den möchte ich abschrauben. Das ist jetzt hier natürlich kein Problem. Ich komme hier so hin, das geht schon. Dann kann ich schon so schrauben mit dem Ding. Aber es ist ziemlich hoch. Es ist einfach eine sehr unnatürliche Haltung, wie ich den Akkuschrauber hier oben halte, so übers Gelenk. Hier kann ich zum Beispiel das Winkelgetriebe verwenden, weil das Winkelgetriebe hier einfach wunderschön um die Ecke geht. Schraube ab. Jetzt habe ich natürlich gleich die Schraube abgebrochen. Also nochmal, ich komme hier mit dem Winkelgetriebe hier oben super schön hin, kann das schön halten und kann die Schraube rausbohren, wenn ich sie nicht abreiße. So, auch hier nochmal das Beispiel. Ich möchte hier oben diesen Halter wegschrauben. Da komme ich jetzt hier mit dem Akkuschrauber schon so hin. Es ist aber ganz gestreckt und gerade noch so und geht schon ganz schön ins Handgelenk. Mit dem Winkelgetriebe kann ich mich jetzt hier ganz gemütlich hinstellen, kann das ansetzen. Und ihr seht jetzt, da komme ich jetzt viel einfacher hin, als wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt so hier bohren. Das ist halt, es ist halt eine Arbeitserleichterung. Das gleiche ist auch Arbeitserleichterung, wenn ich, sage ich mal, von unten was schrauben muss. Natürlich kann ich hier mit dem Akkuschrauber, wenn ich was ranschrauben muss, zum Beispiel an die Werkbank, ganz einfach mich so hinbeugen und hier das so anschrauben. Klar, das geht. Aber ihr seht schon, es ist halt wieder beugen, runter und so weiter. Mit dem Winkelgetriebe geht es halt gemütlicher. Das heißt, ich kann das ansetzen und kann hier schön gemütlich reindrehen, bis die Schraube oben durchkommt, weil sie zu lang ist. Also, wieder eine Arbeitserleichterung. Kein Muss, aber eine Arbeitserleichterung. Okay, ich brauche das Ding hier drin aber gar nicht, deswegen machen wir es wieder raus. Ich muss bloß gucken, wo es ist. Ansetzen und rausschrauben. So, die bis jetzt gezeigten Situationen waren noch kein Muss, sondern eine Arbeitserleichterung. Aber jetzt kommen wir wohin, wo es tatsächlich ein Muss ist, mit den Winkelbohrer, Winkelschrauber zu arbeiten. Ich möchte jetzt hier an das Regal eine Leiste ranschrauben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich kann die Regalböden nicht einfach rausnehmen, sondern ich habe irgendwo ein fest verbautes Teil und das kann passieren. Und ich möchte die oben hier ranschrauben, dass mir die Dosen nicht rausfallen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt komme ich hier natürlich mit meinem normalen Akkuschrauber, wenn ich von unten Schrauben reinsetzen möchte, das geht nur, wenn ich die komplett schräg reinsetze, da komme ich nicht so wirklich gut hin. Stellen wir uns mal vor, wir wollen die Leiste hinten oder weiter innen reinsetzen, um das den Regalboden zum Beispiel zu unterteilen. Da würde man hier schon nicht mehr reinkommen, da hätte man keine Chance. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir wollen das so unterteilen. Das wird wahrscheinlich mehr Sinn machen, dass man sagt, man unterteilt die verschiedenen Farben oder so. Ist aber jetzt egal, ist nur ein Beispiel. Und jetzt habe ich halt einfach mit meinem Winkelschrauber überhaupt kein Problem. Den setze ich mir hier an. Notfalls könnte ich jetzt hier auch wieder einen kürzeren Bit ansetzen natürlich. Dann gehe ich hier rein. Ich muss bloß aufpassen, dass ich natürlich nicht in eine Dose reinbohre. Das wäre jetzt natürlich ganz scheiße. Okay, keine Dose. Ja, doch, fast schon die Dose angebohrt. Ich muss ein bisschen weiter vor. Perfekt, jetzt ist es hier fest. Da hinten würde ich mit einem normalen Schrauber nie reinkommen. Das wäre eine richtige Scheißarbeit. Und mit meinem Winkelgetriebe komme ich hier easy ran. Und schon ist die Leiste festgeschraubt und das ist nur ein Anwendungsbeispiel. Da könnt ihr jederzeit, könnt ihr jetzt hier richtig weit reingehen. Mit einem normalen Schrauber keine Chance. So, ich muss das natürlich wieder rausschrauben, weil das war ja nur ein Beispiel. Ich brauche hier natürlich jetzt keine Leiste. Aber wenn ich mal eine brauche, weiß ich, wie ich sie reinmachen kann. Weg damit. Hier nochmal ein weiteres Anwendungsbeispiel. Ich habe jetzt hier, sagen wir mal, einen ganz flachen Korpus. Da stellen wir uns vor, da ist eine Rückbank drin. Das ist quasi ein Schränkchen. Und an dieses Schränkchen wollen wir eine Tür hinbauen mit Scharnieren. Die Scharniere müssen jetzt hier so reingeschraubt werden. Und hier wieder bloß ein Anwendungsbeispiel. Das ist jetzt, was könnte man jetzt daraus machen? Ein wunderschönen Korbpenis für Weinflaschen oder so. Und da wollen wir jetzt ein Scharnier hinmachen. Und da auch wieder das Problem, mit unserem normalen Akkuschrauber
kommen wir halt hier wirklich nur so bedingt hin und so mega schräg. Das gefällt uns nicht. Deshalb können wir hier auch wieder mit dem Winkelgetriebe, haben wir halt den Vorteil, dass wir hier wieder seitlich ansetzen können. Jetzt muss ich gucken. Ja, es reicht. Man könnte hier halt auch noch einen schmäleren Bit reinmachen. Da kann man jetzt hier seitlich ansetzen wieder und kann das schön verschrauben. Wunderbar. Die vorderen Schrauben kommen wir natürlich jetzt auch wieder so hin. Ist klar. Geht aber natürlich auch mit dem Winkelgetriebe. Hier kann man auch arbeiten. Sehr angenehm. Und schon haben wir hier unser super schmales Regal und haben die Scharniere reingeschraubt. Normaler Akkuschrauber? Nee, keine Chance. Winkelgetriebe? 1, 2, 3, 4. Erledigt. Ein weiteres Beispiel, was ich oft schon das Problem hatte, wir müssen irgendwas von hinten verschrauben. Hier, ich will von hinten hier eine Schraube reinmachen, weil ich zum Beispiel eine Blende ranschrauben möchte. Da ist jetzt schon so. In dem Fall komme ich natürlich mit meinem normalen Akkuschrauber hinten schon hin. Aber es ist schon ziemlich umständlich, weil ich hier ziemlich weit rein muss und so. Nicht so cool. Jetzt stellen wir uns aber vor, ich hätte nach hinten vielleicht nicht so viel Platz, sondern bloß ein paar Zentimeter, weil dahinter gleich die Wand kommt oder so. Dann habe ich schon wieder das Problem, ich komme mit dem Akkuschrauber nicht rein und glaub mir, das hatte ich schon öfter das Problem. Da ist natürlich auch wieder der Winkelgetriebeaufsatz super praktisch, weil ich hier nach hinten einfach nicht so viel Platz brauche. Das heißt, ich komme hier viel besser rein, kann das schrauben und kann einfach meine Blende... So, und hier kann ich einfach meine Blende von hinten verschrauben. Wenn sie reingehen würde. So ein Scheiß. Ich müsste sie halt festzwingen, gell? Dann würde es gehen. So, fertig ist sie. Blende dran. Und genauso kann man natürlich auch wieder irgendwas abschrauben. Das heißt, hier mit dem müssen wir hier wieder hinten rein. Das ist, geht ziemlich weit hinter. Haben wir nach hinten zu wenig Platz, dann kommen wir gar nicht rein. Somit wieder hier Winkelgetriebe ran. Schraube suchen. Blind. Und... abschrauben. Hier habe ich noch ein paar letzte Beispiele für euch. Folgendes, ich habe hier diese Stützen von unten verschraubt. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich möchte die Stütze abschrauben. Ich komme halt hier wieder nicht rein mit dem Akkuschrauber. Mit dem Winkelgetriebe ist das wieder hier kein Problem. Leg den einfach hier so rein, suche mir die Schraube und kann sie rausschrauben. Super schnell. Beim Reinschrauben genauso, kann das hier halten. Und fest ist es. Bei vielen Situationen, die ich euch jetzt gezeigt habe, ist es kein Muss, sondern wirklich eine praktische Hilfe, wo ihr irgendwas leichter machen könnt, also eine Arbeitserleichterung. Ich finde aber für den Preis hier, ja, ist es voll okay. Ich hatte aber tatsächlich in meinem Heimwerker-Dasein schon viele Situationen, in denen ich wirklich so ein Winkelgetriebe gebraucht habe, weil, wie ihr gesehen habt in meinen Beispielen, weil man bei manchen Stellen einfach mit einem Akkuschrauber normal, mit so einem normalen Getriebe nicht hinkommt und da halt einfach um die Ecke denken muss. Und dafür ist es einfach wirklich perfekt. Ich habe damals mir so ein kleines billiges gekauft, das ist aber wirklich nicht praktisch. Das ist so klein, das kann man beim Schrauben und Bohren nicht festhalten und somit verreißt es immer. Der Riesenvorteil bei dem Wolfkraftgetriebe ist halt einfach, dass man es festhalten kann. Somit kann ich beim Schrauben auch wirklich fixieren und damit kann ich halt auch ordentlich schrauben und es reißt mir immer nicht davon. Jemand, der schon mal damit gearbeitet hat, weiß, von was ich rede. Somit würde ich sagen, man kann das Ding in jeder Werkstatt brauchen. Es ist nicht das Werkzeug, was ich täglich benutze, aber wenn ich es mal brauche, dann bin ich wirklich froh, wenn ich es habe. Ihr könnt mir jetzt noch in die Kommentare schreiben, welche Anwendungsbeispiele ihr für so ein Winkelgetriebe habt oder wofür ihr das vielleicht schon gebraucht habt. Und wenn ihr das gemacht habt, lasst gerne noch ein Abo da, schaut euch gerne meine anderen Videoprojekte an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, macht's gut, habe die Ehre.